Während sich noch einige Teilnehmerinnen einschalten, begrüße ich Sie und euch schon einmal ganz herzlich zu der heutigen Veranstaltung zum Thema Trauer und Wut. Jedes Leben zählt mit Jamila Hibero und Vanessa Thompson. Die Veranstaltung ist Teil der Ringvorlesung Turbulente Psychen, Kämpfe und Affekte in der Corona-Pandemie. Und die gesamte Ringvorlesung ist eine Kooperation, Entschuldigung, von Medico International, dem Institut für Humangeographie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Almut Poppinger, ich bin Mitglied der wissenschaftlichen Geschäftsführung am IFS und moderiere den heutigen Abend. Wie die gesamte Reihe wird auch diese Veranstaltung in drei Sprachen, nämlich Deutsch, Spanisch und Englisch, übersetzt. Dabei unterstützt uns das Kollektiv Enterprise aus Leipzig, an die ich gerne nun das Wort übergeben würde, damit Sie ein paar Dinge zu Ihrer Arbeit und zum technischen Ablauf des Abends sagen. Danke, Almut. Genau zur Technik dieser Veranstaltung. Ihr und Sie könnt unten rechts über das Globuszeichen die Sprache wählen, in der ihr oder Sie zuhören wollt. Und durch das Klicken auf die jeweilige Sprache gelangt ihr dann in die Kabinen. Enterprise ist ein Kollektiv aus Menschen mit Dolmetscherfahrung aus Leipzig. Unser Anliegen ist es, Gruppen und Initiativen zu unterstützen, die sich politisch, sozial oder kulturell gegen Herrschaftsverhältnisse einsetzen, indem wir ihnen die Arbeit der Sprachmittlung bei Veranstaltungen abnehmen. Als DolmetscherInnen möchten wir die Wichtigkeit unserer Arbeit verdeutlichen. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug für Kommunikation, sie ist grundsätzlich politisch, denn Sprache schafft Realität, spiegelt und reproduziert Machtverhältnisse, kann Barrieren schaffen oder überwinden, je nachdem, wie wir sie einsetzen. Wie wir sprechen, beeinflusst, was wir sagen und vor allem, wie es von anderen verstanden wird. Sprache ist Macht. Erst wer gehört oder gesehen wird bzw. verstehen kann, worum es in einem Austausch geht, kann gleichberechtigt an einer Gesellschaft teilhaben. Wir wollen Menschen durch unsere Verdolmetschung die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, wo sie sonst nicht zur Sprache kommen würden und reagieren zu können, wo ihr Recht auf Mitsprache sonst übergangen würde. Außerdem wollen wir der Sprachmittlung, die zu oft als maschinenartige Dienstleistung behandelt wird, ein Gesicht geben, um als Gruppe mit eigenem politischen Anliegen präsent zu sein. Verdolmetschung ist keine maschinelle Dienstleistung. An alle, die heute Abend mündlich beitragen werden, wenn wir aus Dolmetschsicht einhaken müssen, werden wir euch direkt über den Flur ansprechen, falls das nicht geht über die Moderation. Bitte achtet auf eure Redegeschwindigkeit, vor allem bei abgelesenen Texten. Das gilt auch bei Fragen aus dem Chat. Und das war es auch schon. Vielen Dank. Vielen Dank an euch. Ich möchte betonen, wie wichtig eure Arbeit mit Blick auf die sprachliche Barrierefreiheit, ihr habt es eben gesagt, ist. Insbesondere dann, wenn es eben wie in dieser Reihe um die globale Bestimmung von Machtverhältnissen geht. Die Ringvorlesung widmet sich den unterschiedlichen Perspektiven auf globale Affektpolitiken und psychosoziale Kämpfe in der Pandemie. Unter dem Stichwort turbulente Psychen verhandeln wir an insgesamt 6 Abenden. Heute wäre der dritte, da die erste Veranstaltung verschoben werden musste. Dazu am Ende nochmal. Es ist also die zweite wirklich stattfindende Veranstaltung. Aber an insgesamt 6 Abenden verhandeln wir die affektpolitischen Folgen und die solidarischen Fluchtpunkte der pandemischen Krise. Wir fragen also, wer wird sichtbar und wer wird unsichtbar? Welche Affekte entstehen aus dieser Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit? Und wie kann die pandemische Erfahrung, dass wir global voneinander abhängig sind, neue Lebens- und Beziehungsweisen hervorbringen? Beim letzten Mal, vor 2 Wochen, widmeten sich Koketsu Moeti und Tobias Matzner der Frage, wie Solidarität im digitalen Raum erstritten werden kann. Im digitalen Raum, dessen Algorithmisierung in der Pandemie vor allem ressentimentgeladene Affekte wie Hass, Irrationalität und Einsamkeit erzeugte. In der heutigen Veranstaltung geht es um Trauer und Wut. 2 Affekte, die aus der ungleichen Erfahrung von Vulnerabilität entstanden sind. Denn die Pandemie hat gezeigt, Menschen, deren Lebensweisen unter prekäre Bedingungen gestellt sind, sterben wesentlich häufiger an dem Virus und sind stärker von den psychosozialen und materiellen Folgen der Krise betroffen als jene, deren Existenzweise auf umfassende Weise abgesichert ist.
Prekäre Arbeit, begrenzte Wohnverhältnisse oder eine schlechte lokale Gesundheitsversorgung sind dafür ebenso Faktoren wie die Ungleichverteilung von Impfpatenten zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Dahinter stehen intersektionale Ungleichheiten, insbesondere entlang der Differenzkategorien Gender, Class und Race, aber auch Age und Sexuality, um die es heute gehen wird. Denn mit der eklatanten Ungleichheit wird die Hierarchisierung von Leben sowie ihre Betrauerbarkeit sichtbarer. Mit Vanessa Thompson und Jamila Hibero möchten wir heute diskutieren, wie die erlebten Verluste und Ungerechtigkeiten affektpolitisch verhandelt werden und welche Umgangsweisen nötig wären, um die intersektionale Hierarchisierung von Leben zu überwinden. Bevor ich gleich die beiden Referentinnen vorstellen möchte, will ich noch einmal auf unsere Chat-Funktion hinweisen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich mit Beiträgen an der Diskussion beteiligen. Das können Sie unten über den Chat oder die F&A-Funktion und das auch über den gesamten Abend. Meine Kolleginnen Mirko Broll und Miriam Schröder werden Ihre Fragen sammeln und geben sie später in die Diskussion ein. So, dann. Wir freuen uns, und ich ganz besonders, weil ich diesen Abend moderiere, dass wir für heute Jamila und Vanessa gewinnen konnten. Beide vereinen ihre Arbeit, und das ist auch zentral für die gesamte Reihe, wissenschaftliche Ansätze mit aktivistischen und gesellschaftspolitischen Interventionen. Beide nehmen lokale Perspektiven vor dem Hintergrund globaler Dynamiken in den Blick. Jamila Hibero ist Publizistin, Journalistin und Philosophin. Derzeit ist sie Gastprofessorin für Journalismus an der Päpstlich-Katholischen Universität São Paulo und Fellow an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. 2016 wurde sie zur stellvertretenden Sekretärin für Menschenrechte von São Paulo ernannt. Jamila schreibt unter anderem für die Zeitung Folha de São Paulo und das brasilianische Elle-Magazin. Darüber hinaus hat sie zahlreiche Artikel, Kolumnen und Monographien zu den Themen Antirassismus, Kolonialismus und Black Feminist Studies veröffentlicht. Für ihre Arbeiten wurde sie unter anderem mit dem Prinz-Klaus-Preis der Niederlanden und dem BET Award ausgezeichnet. Vanessa Eileen Thompson ist promovierte Soziologin und war viele Jahre Mitarbeiterin am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Goethe-Universität hier in diesem Frankfurt. Zu unserem Leidwesen hat sie mittlerweile die Frankfurts gewechselt. Derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der vergleichenden Kultur- und Sozialanthropologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind kritische Rassismus- und Migrationsforschung, Black Studies und intersektionale Ungleichheits- und Geschlechterforschung. Vanessa verbindet dabei, wie ich eben eingangs gesagt habe, wissenschaftliche und aktivistische Ansätze für die Analyse und Kritik von rassistischer und rassifizierter Polizeigewalt und Kämpfen von Betroffenen. Schön, dass ihr beide da seid. Wir freuen uns sehr. Unter der Prämisse des heutigen Abends haben wir euch beide darum gebeten, jeweils einen Input vorzubereiten, und zwar entlang zweier Fragen. Die erste ist die, nach den Achsen oder entlang welcher Achsen die Hierarchisierung von Leben in der Pandemie verläuft. Die zweite Frage ist, welche gesellschaftlichen und psychosozialen Dynamiken der Trauer, Wut oder Verzweiflung erzeugt diese Hierarchisierungspraxis? Ich übergebe mit diesen Eingangsfragen das Wort an dich, Jamila. Vielen Dank, Almut. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich möchte ganz besonders Professor Vanessa Thompson begrüßen. Es ist sehr schön, Sie kennenzulernen. Ich hatte schon oft die Gelegenheit, mit Ihnen an Veranstaltungen teilzunehmen, Sie kennenzulernen, und das zum Beispiel zu einer Vorlesungsreihe zu Angela Davis. Ich werde heute Englisch sprechen, denn meine Muttersprache ist Portugiesisch und ich werde auf Englisch sprechen. Ich habe die erste Frage sehr gemocht.
denn sie hat sehr viel mit der Arbeit zu tun, die ich mache. 2017 habe ich das Buch Lugar de Fala, Place of Speech auch genannt, veröffentlicht. Und in diesem Buch diskutiere ich diese Frage der Hierarchie von Leben, ausgehend von schwarzen Feministinnen aus dem globalen Süden sowie schwarzen Feministinnen aus dem globalen Norden. Ausgehend vom Begriff des sozialen Locus, das heißt des sozialen Ortes, an dem sich Individuen in Gruppen treffen, können wir beobachten, wie ihre Gedanken, Stimmen, Existenzen und so weiter behandelt werden. In der Pandemie bekräftigt das Szenario in Brasilien die historisch gewachsene Struktur zur Diskriminierung sozialer Gruppen auf der Grundlage von Merkmalen der Rasse, der Klasse, des Geschlechts und der Sexualität sowie kolonialen Merkmalen der Übereinstimmung mit globalen geopolitischen Arrangements. Doch zunächst muss ich Brasilien erstmal in den Kontext setzen. Wir reden hier über das Land mit der größten schwarzen Bevölkerung außerhalb Afrikas, in dem sich mehr als 54% der Bevölkerung als schwarz bezeichnen und in denen die meisten versklavten AfrikanerInnen gelandet sind. Brasilien war das letzte Land Amerikas, das die Sklaverei abschaffte. Und zwar nachdem 388 Jahre lang die schwarze Bevölkerung die Grundlage der brasilianischen Wirtschaft bildete. Die erste Verfassung verbot den Schwarzen das Studium und 1850 gab es dann ein Gesetz, das ihnen den Erwerb von Land auch verbot. Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass zur gleichen historischen Zeit die Einwanderung aus Europa sehr stark gefördert wurde. Es kamen ItalienerInnen, SpanierInnen, Deutsche und so weiter. Also was viele vielleicht wissen, ist, dass es eine große deutsche Community im Süden Brasiliens gibt. Und die hatten von der brasilianischen Regierung Land erhalten. Auch nach der Abschaffung der Sklaverei wurden Schwarze weiter systematisch von der Politik ausgeblendet und ausgeschlossen. Im 20. Jahrhundert wurde dieses Ausschlusssystem nur durch die Einführung einer Politik der Kriminalisierung schwarzer Männer, der Zwangssterilisierung schwarzer Frauen und anderer Maßnahmen ergänzt, die als Teil der offiziellen Politik zur sogenannten Weißwerdung der Gesellschaft bekannt wurden. Schwarze Frauen sollten sich vorwiegend als Haushaltshilfen verdient machen, eine Beschäftigung, die noch vor der Pandemie von mehr als 6 Millionen überwiegend schwarzen Frauen ausgeübt wurde. Also, und wir schlagen jetzt die Verbindung zum Beginn dieser Rede, die Pandemie hat also das Szenario der Ausgrenzung nur noch vertieft. Offizielle Daten zeigen, dass die Arbeitslosigkeit im letzten Quartal 2020 um 8 Millionen Menschen ansteigen sollte, von denen mehr als 70% Schwarze sind. Wir sprechen hier von einer Bevölkerung, die bereits arm war und die noch mehr verarmt ist, was die Situation dieser gesellschaftlichen Gruppen noch prekärer macht. Aber es ist wichtig, den Gendermarker hier einzubringen, um unsere Überlegungen weiter zu vertiefen. Wer den Fernseher einschaltete, um die Nachrichten zu sehen, sah schwarze Frauen in den Lebensmittelspendenschlangen, in der prallen Sonne, mit Kindern auf dem Schoß, die sie nirgendwo sonst lassen konnten. Der Unterricht wurde ausgesetzt, doch viele Familien waren davor darauf angewiesen, dass ihre Kinder in der Schule essen konnten. Im häuslichen Umfeld nahm die Gewalt zu. Brasilien war bereits eins der führenden Länder, was Feminizide angeht.
Doch im Jahr 2020 stieg die Rate nach Angaben des brasilianischen Jahrbuchs für öffentliche Sicherheit nochmal um 7%. Wobei aber 66% davon Schwarze sind. Die Umfrage ergab auch, dass alle 8 Minuten in Brasilien eine Frau, ein Kind oder eine Jugendliche vergewaltigt wird. Auf der anderen Seite haben wir zurzeit eine Regierung, deren schwerwiegende Problematik allgemein bekannt ist. Aber wenn man genauer hinsieht, wird die Situation trotzdem immer noch schlimmer. Mitten in der Pandemie hat die Regierung öffentliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, wie zum Beispiel Aufnahme- und Sozialhilfesysteme, abgeschafft. Bolsa Familia, das größte Geldtransferprogramm der Welt, wurde eingestellt. Und zwar nur, um seinen Namen zu ändern und andere unsichere Kriterien zu übernehmen, die noch nicht bisher umgesetzt wurden. Was die Gesundheit betrifft, so haben die Ärmsten, die in Brasilien zumeist schwarz sind, Schwierigkeiten beim Zugang zum Gesundheitssystem. Sei es wegen Überfüllung oder auch wegen fehlender materieller Voraussetzungen für den Besuch eines Krankenhauses. Ganz zu schweigen vom fehlenden Zugang zu Medikamenten, angemessenen Lebensmitteln und so weiter. Oder auch der Zugang zum Impfstoff. Denn die Impfregel erst alt, dann jung, hatte nur zur Folge, dass unzählige weiße ältere Menschen geimpft werden, die bis zu 20 Jahre länger leben als schwarze ältere Menschen aus prekären Vierteln. Was bedeutet das nun? Nun, eine Untersuchung von Rede Nossa São Paulo, Map of Inequality, hat ergeben, dass Schwarze in der größten Stadt Lateinamerikas doppelt so häufig sterben wie Weiße. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass in Zeiten der Pandemie eine Hierarchisierung des Lebens stattfindet. Aber nicht nur zu Zeiten der Pandemie. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir Brasilien nicht als ein Paradies, was Antirassismus angeht, wahrnehmen. Es gibt viele Probleme in Brasilien und viele Menschen sehen das nicht. Viele denken, Brasilien ist ein schöner Ort, an dem alle in Gleichheit leben. Diese Idee von Racial Democracy, sogenannter, wurde viel verbreitet und deswegen gibt es in Brasilien viele Menschen, die sich selbst gar nicht als schwarz sehen, viele Schwarze, die sich nicht als schwarz sehen. Und dies war eine Maßnahme, die den Antirassismus in Brasilien propagieren sollte. Und warum sollte es aber dann Institutionen, Menschen glauben, es gibt keinen Rassismus, aber warum sollte es dann Institutionen geben, die dagegen kämpfen, gegen etwas, was es anscheinend nicht gibt? Wir sagen, es gibt keinen Rassismus in Brasilien, aber diese Art, diese Idee von der Racial Democracy wurde zusammen entschieden und Brasilien war ein sehr rassistisches Land und Menschen hatten aber nicht viel Teilhabe. Und dass schwarze Menschen das überhaupt können, Teilhabe, geht erst seit 20 Jahren und wir haben trotzdem eine sehr schwierige Realität im Moment. Wir haben eine sehr konservative Regierung und wir müssen natürlich über unser Land sprechen während der Pandemie, aber eben nicht nur, sondern
Brasilien hat auch schon vorher Probleme gehabt, und zwar große Probleme. Kapilingumnanga ist ein sehr wichtiger Intellektueller, der hat gesagt, Brasilien ist ein sehr weises Land. Es ist sehr schlau und intelligent, dass sie die Menschen glauben gemacht haben, dass es dieses Problem von Rassismus überhaupt nicht gibt und dass es nur ein Problem in den USA oder Südafrika zum Beispiel ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir hier über die schwarze Bewegung und die Bewegung der Indigenen sprechen. Denn in Brasilien wird nicht oft über indigene Menschen gesprochen. Und wir müssen mehr darüber lernen und wir müssen vor allen Dingen akzeptieren, dass Leben in Brasilien hierarchisiert werden. Zu diskutieren, gemeinsam mit Vanessa und auch euch und Ihnen, die zugeschaltet sind. Zunächst möchte ich aber auch an Vanessa. Entschuldigung, soll ich auch noch die zweite Frage beantworten? Yes. Ja. Just go for it. And after that, Vanessa is going to do her input. Ja, ja, und danach gibt Vanessa uns ihren Input. Alles klar. Moment, ich habe das alles niedergeschrieben. Habe ich dabei. Welche soziopsychologischen Dynamiken, also zum Beispiel Trauer, Wut oder Verzweiflung, ergeben sich denn aus dieser Hierarchisierung? Ich denke, wir müssen über die psychischen Schäden sprechen, die der Kolonialismus verursacht hat. Der heute immer noch Folgen hat. Es gibt viele psychische Schäden, die Menschen immer noch davontragen. Aber zusätzlich zu dem, was wir hier bereits darüber gesagt haben, wie das Leben schwarzer Menschen angesichts der sozialen Isolation noch prekärer wurde, wurden wir in der Pandemie dazu gebracht, soziale Netzwerke noch stärker zu nutzen. Es war eine sehr schwierige Zeit, vor allen Dingen für SchülerInnen aus öffentlichen Schulen, überhaupt Internetzugang zu bekommen. Wir reden hier über ein Land, wo die Hälfte der Menschen gar keinen Internetzugang haben. In dieser Zeit der Pandemie war es deswegen also sehr schwierig, vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler aus öffentlichen Schulen. Und wegen dieser sozialen Isolation haben wir immer mehr soziale Netzwerke benutzt. Kulturelle Veranstaltungen, Livestreams oder sogar akademische Veranstaltungen wie die, die wir gerade machen, haben sich vervielfacht. Wir müssen uns also die Frage stellen, wie die Wut, die Verzweiflung, das geringe Selbstwertgefühl in dieser sehr schwierigen Zeit der Pandemie durch die Nutzung sozialer Netzwerke verstärkt werden. Und auch, wie sich dies auf Menschen aller Altersgruppen auswirkt, einschließlich junger Menschen. Ich möchte dazu eine kleine Fallgeschichte erzählen, dazu, was in Brasilien passiert und wie wir überhaupt eingebunden sind und was wir dazu zu sagen haben, zu den Schäden, die sozialen Medien verursachen können. Letztes Jahr wurde ein 10-jähriges Mädchen von ihrem Onkel vergewaltigt und wurde schwanger. Wir befinden uns in einem Land, in dem alle 8 Minuten ein Mädchen, ein Teenager oder eine Frau vergewaltigt wird. Die allermeisten von ihnen sind schwarz. In diesem Fall, in diesem ganz speziellen Fall, hatte das Mädchen nach brasilianischem Recht das Recht auf einen legalen Schwangerschaftsabbruch. Denn eigentlich ist in Brasilien der Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert, jedoch nicht im Fall von Vergewaltigung. Nach dem Echo aber, das in den sozialen Medien sich entwickelt hat,
gab es eine riesige Hysterie über die Angelegenheit, insbesondere nachdem eine rechtsextreme Aktivistin den Namen und die Adresse des Krankenhauses, in dem das Mädchen behandelt wurde, auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht hatte. Der Minister für Familie und Menschenrechte, ein Amt, das in der derzeitigen Regierung erst geschaffen wurde, mobilisierte den öffentlichen Sektor, um das Mädchen und seine Großmutter zu zwingen, den Eingriff nicht vorzunehmen. Der Fall nahm gigantische Ausmaße an. Und eine Schar von Menschen ging vor die Tür des Krankenhauses, um dort die anwesenden Krankenschwestern und Ärzte anzuschreien. Wohlgemerkt, dies geschah zur Zeit des Höhepunkts der Pandemie. Das hat mich wirklich schockiert. Die Frage war, warum ließ das soziale Netzwerk zu, dass diese Nachricht, die nach brasilianischem Recht natürlich ein sogenanntes Verbrechen gegen Kinder darstellt, dass diese Nachricht solche Ausmaße annahm? Die Nachricht, in der Name des Kindes genannt wurde, wurde erst Tage später durch einen Gerichtsbeschluss gelöscht. Auf YouTube begann dieselbe Person, Live-Videos über den Fall hochzuladen. Ich habe an der Klage gegen Twitter teilgenommen, nachdem meine Tochter auch Opfer von Drohungen aufgrund des ungezügelten Hasses in diesem Netzwerk wurde. Menschen verbringen also, zumindest in Brasilien, den ganzen Tag in sozialen Netzwerken und an ihren Handys. Und wir müssen die Art und Weise anprangern, wie diese Netzwerke von der Hierarchisierung von Menschen kontaminiert sind und die NutzerInnen krank machen. Dieser Fall zeigt, wie schwarze Menschen in Brasilien und insbesondere schwarze Frauen auf Social-Media-Plattformen regelmäßig entmenschlicht werden. Es handelt sich hier um milliardenschwere Unternehmen. Luis Valerio Trindade, ein brasilianischer Forscher an der Universität Southampton, fand kürzlich heraus, dass schwarze Frauen 81% der Opfer von Online-Rassismus auf brasilianischem Facebook ausmachen. Er stellte fest, dass Online-Rassismus auf Er stellte fest, dass einer der Gründe dafür der Unmut über die derzeitige Tendenz zum sozialen Aufstieg unter schwarzen Frauen in Brasilien sein könnte. Bei Twitter ergab die Umfrage von Amnesty International, dass schwarze Frauen das Ziel von 80% der problematischen Tweets sind. Angesichts dieser Situation habe ich mich mehreren anderen Organisationen angeschlossen und bei der Staatsanwaltschaft eine Beschwerde gegen Twitter eingereicht. Unser Anwaltsteam unter der Leitung von Professor Aldison Moreira wies auf die weit verbreitete Ausnutzung von Rassismus und Frauenfeindlichkeit auf der Plattform hin. Besonders diese Misogynie und der Rassismus wird besonders wirtschaftlich ausgenutzt. Nach Einreichung der Klage wurden wir von der Kampagne Stop Hate for Profit kontaktiert, die von der ADL und NAACP geleitet wird und ähnliche Ansichten wie wir über den Hass auf Twitter vertritt. Solange es keine Regulierung dieser Räume zum Schutz schwarzer Menschen im Allgemeinen und schwarzer Frauen im Besonderen gibt, werden soziale Netzwerke weiterhin ein Katalysator für die schädlichen Eigenschaften dieser historisch in der Gesellschaft verankerten und in der Pandemie verstärkten Hierarchien für gefährdete gesellschaftliche Gruppen sein. Ich habe also entschieden, über Netzwerkplattformen zu sprechen. In Brasilien gibt es eine Hierarchisierung von Leben. Das habe ich bereits gezeigt. Ich hatte zwar nicht so viel Zeit, aber es gibt es gab die Sklaverei und heute haben schwarze Menschen es in Brasilien auch nicht besser. Es gibt viel rassistische Polizeigewalt
Alle 8 Minuten wird in Brasilien eine Frau vergewaltigt. Die meisten davon sind schwarz. Es gibt oft Schwierigkeiten mit Landeigentum. Es ist ein sehr gewaltvolles Land, was die Ordnung der Gesellschaft angeht. Und sie wollen uns die Menschlichkeit nicht zugestehen. Sie möchten sie uns nehmen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir über diese Mechanismen sprechen. Und wir müssen vor allen Dingen darüber sprechen, wie soziale Medienunternehmen Plattformen stellen, um diesen Hass weiter zu propagieren. Das hat nämlich große Auswirkungen auf die Leben von wirklichen Menschen, und zwar von schwarzen Menschen. Und wir müssen die Unternehmen zwingen, dass sie nicht mehr von diesem Hass profitieren können. Denn sie machen sehr viel Geld damit. Es gibt viele Aktivistinnen in Brasilien, die in sozialen Netzwerken angegriffen werden. Und das ist eine riesige Produktionsmaschine für Fake News. Bolsonaro verbreitet die ganze Zeit Fake News auf seinen Plattformen. Und wurde immer noch nicht gesperrt. Warum nicht? Wenn er sagt, dass die Impfungen zum Beispiel, sie müssen verstehen, das ist wirklich, wirklich verrückt in Brasilien. Bolsonaro sagt Sachen wie zum Beispiel, Impfungen bewirken, dass Menschen sich in Alligatoren verwandeln. Und es ist wirklich verrückt. Alle möglichen Dinge werden behauptet und nichts passiert. Er kann alles schreiben, was er möchte. Er kann das auf Twitter veröffentlichen und das wird es dann. Und Bolsonaro kann sagen, kann zu einer Kongressfrau sagen, ich vergewaltige dich nicht, weil du verdienst das nicht mal. Und trotzdem gibt es da keine Reaktion dazu. Und es ist wirklich schlimm, dass nichts passiert. Und wie kann es sein, dass soziale Netzwerke das erlauben? Wie kann es sein, dass sie erlauben, dass schwarze Aktivistinnen angegriffen werden, Feministinnen angegriffen werden im Internet? Und Menschen verstehen nicht, wie soziale Netzwerke von diesem Hass auch noch profitieren. Und um jetzt abzuschließen, möchte ich noch einmal hervorheben, wie wichtig es mir ist, dass in Brasilien nicht wirklich Demokratie gibt. Es gibt ein paar Familien, die Medien kontrollieren. Es ist tatsächlich ein Monopol. Wir müssen immer noch dafür kämpfen, dass es eine demokratische Medienkultur gibt. Sie werden weiterhin genutzt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Es ist also zum Beispiel so, dass die Ziele von den größten Unternehmern in Brasilien damit unterstützt werden. Wenn man also das Fernsehen in Brasilien anmacht und Nachrichten schaut, dann denkt man ist in der Schweiz und nicht in Brasilien. Und es gibt kaum schwarze Menschen. Es gibt nicht verschiedene Narrative, keine verschiedenen Perspektiven, die dort vertreten werden. Wer kontrolliert denn die Medien? Das sind die weißen Männer, die in Institutionen wie Politik sitzen oder Banker sind oder die Menschen, die generell die Männer sind, die unser Land in der Hand haben. Es gibt tatsächlich auch Kirchen, die den TV-Sender gehören. Und die zweitgrößte Fernsehstation in Brasilien es gehört einem Bischof.
Und zwar den Bischof der Universalkirche. Das ist natürlich ein Machtprojekt dieser Kirchen. Ihnen gehört das Fernsehen. Sie präsentieren Fernsehen. Und in der Politik gibt es verschiedene Männer aus dem Kongress oder aus anderen Sparten der institutionellen Politik. Die sind auch sehr präsent in den Medien. Die schwarze Religion andererseits ist viel repräsentiert in den Slums, und die schwarze Religion in Brasilien im Moment ist die Evangelico-Religion, und das ist noch ein weiterer Punkt, den ich noch einmal anführen wollte, damit Sie verstehen, dass es in Brasilien sehr schwierig ist, emanzipatorische Lösungen zu finden. Nun werde ich abschließen. Tut mir leid, ich dachte erst, ich sollte nur eine Frage beantworten, und jetzt habe ich beide beantwortet. Vielen Dank. Kein Problem, Jamila, vielen Dank. Ich glaube, vor allem die Fragen, die du am Ende aufgeworfen hast oder die Perspektive darauf, schließen gut an das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, das vielleicht nur noch mal als Link, wo es eben genau um die Frage nach der Macht von Algorithmen ging, wer dahinter steht, gerade zu den Zeiten in der Pandemie, in der wir alle ungleich auch abhängiger geworden sind von der Kommunikation über soziale Medien und digitale Kanäle. Jetzt aber möchte ich abgeben an Vanessa, an dich. Du hast das Wort und ich habe deine Präsentation, die ich jetzt starte. Vielen Dank, Almut. Vielen Dank auch an Jamila Ribeiro. Ich freue mich sehr, mal wieder in Konversation zu sein und vor allem auch für diesen wichtigen Input, der uns und Ihnen auch noch mal einen tieferen Einblick gegeben hat in Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie, aber auch die Konjunkturen kolonial, historisch, rassistisch und auch vergeschlechtlicht und kapitalistischen Konjunkturen in Brasilien. Und natürlich vielen Dank für die Einladung zu dieser wichtigen Vorstellungsreihe. Ich freue mich auch sehr, wenn auch nur virtuell, mal wieder im Frankfurter Kontext unterwegs zu sein. Und ich bedanke mich besonders bei dir, Almut, für die tolle Kommunikation und auch Unterstützung mit Bezug auf die Vorbereitung von diesem Panel. Aber auch ganz lieben Dank an die VerdolmetscherInnen von dem Kollektiv Enterprise für die Verdolmetschung dieser Diskussion. Auch ich schließe mich an. Das ist sehr wichtig, gerade auch, wenn es um den Abbau von Hürden, von Barrieren und wenn es um Zugänglichkeit zu akademischen Räumen geht, spielt Sprache natürlich eine ganz wichtige Rolle. Das wurde auch eingangs schon gesagt. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, weiter an auch der Ermöglichung von Verdolmetschung in Lautsprachen, aber dann auch weitergehend in Gebärdensprache zu arbeiten. Ich möchte heute in meinem kurzen Input ein paar Gedanken aufwerfen und vielleicht auch vertiefen, die meines Erachtens die Frage nach der Hierarchisierung von Leben, und das ist die erste Frage, die Almut gestellt hatte, auf die ich mich fokussieren möchte. Also die Frage nach der Hierarchisierung vom Leben in der Pandemie, aber auch darüber hinaus zu thematisieren. Und ich möchte diese Frage der Hierarchisierung von Leben an die Bedingung von Atmen, also an die Ermöglichung oder auch Verunmöglichung von Atmen knüpfen. Und ich lehne mich dabei vor allem an den Analysen des antikolonialen Theoretikers Franz Fanon an. Ich werde aber auch versuchen zu zeigen, warum es grundlegend ist, seine Analysen mit feministischen und vor allem mit schwarzfeministischen Perspektiven zu verknüpfen. Fanon argumentiert in seiner Analyse des Kolonialismus,
Und er bezieht sich dabei vor allem auf den französischen Kolonialismus, aber nicht nur. Dass die Produktionsweisen sowie politischen Rationalitäten des kolonialen Kapitalismus differenziell operieren und entlang der sozialen Produktion von Differenz verlaufen. So zeigt Fanon zum Beispiel, dass Ausbeutung in der kolonialen Situation nicht einfach über die Abstraktion durch Arbeit, sondern über die soziale Produktion von Differenz operiert. Im Sinne einer schwarzen radikalen Tradition, wie Cedric Robinson das in seinem bekannten Werk Black Marxism nennt, argumentiert Fanon, dass nicht nur der Reichtum Europas, sondern auch die Ermöglichung von Lohnarbeitsverhältnissen, also von freier und zugleich unfreier Arbeit, von der rassifizierten Überausbeutung auf den Plantagen und den Kolonien abhängt. Fanon zeigt also, dass die Arbeitsbedingungen und die Lebensbedingungen in den kolonialen Metropolen wesentlich von der Produktion von Verdammten in den Kolonien abhängt. Für Fanon wirkt sich das ganz wesentlich auf Fragen von Gewalt, Polizei, Subjektverständnissen, Subjektivierungsprozessen, aber auch auf Fragen von Macht aus. So schreibt er beispielsweise, dass die Polizei in der kolonialen Situation immer gewaltvoll und nicht wirklich vom Militär zu trennen ist. Er schreibt in einem seiner wichtigsten Werke, Die Verdammten dieser Erde, super, danke. Die kolonisierte Welt ist eine zweigeteilte Welt. Die Trennungslinie, die Grenze, wird durch Kasernen und Polizeiposten markiert. Der rechtmäßige und institutionelle Gesprächspartner des Kolonisierten, der Wortführer des Kolonialherrn und des Unterdrückungsregimes ist der Gendarm und der Soldat. In den kapitalistischen Ländern schiebt sich zwischen die Ausgebeuteten und die Macht eine Schar von Predigern und Morallehrern, die für Desorientierung sorgen. Das Unterrichtswesen, gleichgültig, ob weltlich oder religiös, die Ausbildung von moralischen Reflexen, die vom Vater auf den Sohn übertragen werden, die vorbildliche Anständigkeit von Arbeitern, die nach 50 Jahren guter Dienste mit einer Medaille bedacht werden, die allgemein ermunterte Liebe zur Eintracht und zur bürgerlichen Bravheit. All diese geradezu ästhetischen Formen des Respekts vor der etablierten Ordnung schaffen um den Ausgebeuteten eine Atmosphäre der Unterwerfung und Entsagung, welche den Ordnungskräften ihre Arbeit beträchtlich erleichtert. Dagegen sind es in den kolonialen Gebieten der Gendarme und der Soldat, die ohne jede Vermittlung durch direktes und ständiges Eingreifen den Kontakt zum Kolonisierten aufrechterhalten und ihm mit Gewehrkolbenschlägen und Napalmbomben raten, sich nicht zu rühren. Was ich an dieser Passage so bezeichnend finde, ist, dass Fanon sich besonders der differenziellen Funktionsweise von Polizei und Polizeigewalt annähert, indem er die unterschiedlichen Formen oder auch die graduellen Unterschiede von Gewalt durch Polizei in den Blick nimmt. Und indem er auch zeigt, inwiefern der Ausnahmezustand für bestimmte Bevölkerungsgruppen einen alltäglichen Zustand darstellt. Gewalt also nicht hauptsächlich über Disziplinierung und Selbstführung operiert, sondern vor allem direkt und unvermittelt in den Kolonien. Mir geht es jetzt nicht um eine lineare Darstellung von kolonialen Kontinuitäten, sondern ich finde es wichtig, dieses Zitat oder generell Fanons Arbeiten natürlich nochmal in den postkolonialen Kontext zu setzen. Und da sehen wir natürlich, dass das nicht die gleichen Formen sind, aber ich finde es dennoch wichtig, sich beispielsweise zu vergegenwärtigen, dass in den rassifizierten ArbeiterInnenvierteln, ob jetzt in Frankreich oder
in beispielsweise Portugal als auch in den rassifizierten ArbeiterInnenvierteln und Vierteln von verarmten Menschen in Brasilien oder den USA die Polizei auch eine vermittelte Form, eine unvermittelte Form der Gewalt präsentiert. Das heißt, wir sehen hier auch eine Kontinuität entlang der Frage von beispielsweise polizeilicher Gewalt. Das heißt, diese Historisierung polizeilicher Gewalttechniken sind hilfreich, um auch sowohl aktuelle Gewaltförmigkeiten als auch die differenzielle Funktionsweise der Polizei besser in den Blick zu bekommen. Besonders aktuell an Fanons Arbeiten ist in diesem Zusammenhang vor allem seine Analyse der Verunmöglichung von Atmen. Für seine Auseinandersetzung mit den Verdammten, wie er das nennt, und mir ist hier ganz wichtig zu betonen, dass er mit den Verdammten keine Identitätskategorie meint, sondern eher eine Condition, Condition der Verdammung zu beschreiben, verwendet Fanon die korporale Metapher des Atmens beziehungsweise der Verunmöglichung von Atmen aus vielen Gründen. Er schreibt, und das ist jetzt ein Zitat auf Englisch, ich habe versucht, so ein bisschen zu switchen, auch wegen der Verdolmetschung. Under these conditions, the individual's breathing isn't observed, an occupied breathing. It is a combat breathing. Combat breathing, also Kampfatmung, verkörpert das Ringen nach Atem, das Schnappen nach Luft, das Abdrücken der Luftzufuhr, die Kurzatmigkeit, die Panikattacke, die langsame Verunmöglichung von Atmen durch transgenerationalen Schmerz, durch Umweltrassismus, den schnellen Tod durch Asphyxie infolge einer Verlegung der Atemwege durch Wasser beim Ertrinken im Schwarzen Mittelmeer. Atmen ist eine elementare Form des Austausches mit und in der Welt. Atmen ist oder ermöglicht Relationalität. Atmen ist die Bedingung für Sozialität und für in Kontakt sein mit der menschlichen und nichtmenschlichen Welt. Gleichzeitig ist jeder Atem, also jeder Atemzug, ein Neuanfang. Mit Hannah Arendt gedacht, weltmachend. Für Fanon ist Atmen bzw. die Verunmöglichung von Atmen damit auch viel mehr als eine Metapher. Er beschreibt vielmehr eine historische und materialistische Bedingung, die mit dem rassifizierenden Kapitalismus verwoben ist und durch diesen auch produziert wird. Die Verunmöglichung von Atmen aus vielen Gründen benennt Fanon auch in seinem bekannten Ausspruch: Wenn wir revoltieren, dann nicht wegen einer bestimmten Kultur, sondern weil wir aus vielen Gründen oder in mehr als einem Sinne des Wortes nicht mehr atmen können. Letztes Jahr haben sich die Verunmöglichung von Atmen durch Polizieren und die Verunmöglichung von Atmen durch die Pandemie beziehungsweise durch ein Virus, das eher Effekt als Ursprung einer Krise ist, verdichtet. Die Pandemie hat die Atemlosigkeit, die Kampfatmung, zu einer globalen Bedingung gemacht, aber differenziell, wie auch Polizieren, Grenzen und Militarismus. Und die Verunmöglichung von Atmen in der Pandemie trifft rassifizierte ArbeiterInnen und abhängige Länder im globalen Süden sowie diejenigen, die unter dem Embargo des Empires stehen, am härtesten. Nicht nur das unverzichtbare, in Anführungsstrichen, ArbeiterInnen, meist rassifizierte und migrantische ArbeiterInnen, also diejenigen, die in den Supermärkten arbeiten, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das Pflegepersonal jeglicher Art, diejenigen, die in der Landwirtschaft oder in der Lebensmittelindustrie arbeiten. Das heißt,
nicht nur, dass diese unverzichtbare ArbeiterInnen unverzichtbar für die Reproduktion der Gesellschaft sind, sie sind zugleich unverhältnismäßig stark vom dem Virus ausgesetzt und damit auch einem frühzeitigen Tod ausgesetzt. Und sie sterben auch überproportional daran. Während also einige von uns zu Hause arbeiten können, wenn auch oft unter schwierigen und vor allem geschlechtsspezifischen Bedingungen, werden die anderen, vor allem die Armen, die rassifizierten und migrantischen ArbeiterInnen, die Wohnungslosen, die Illegalisierten, entweder auf eine Form von Wesentlichkeit beschränkt, aber ohne Wert, und gleichzeitig als Material für die Produktion von Wert betrachtet, oder in Lagern, Gefängnissen oder Knästen festgehalten und als überflüssig frühzeitigen Toden ausgesetzt. Manchmal auch beides. Auf globaler Ebene besteht die Gefahr, und ich glaube, diese Gefahr ist längst Realität, dass der Impfnationalismus, globale Pharmaindustrie und Eigentumslogiken Gesundheit weiter als Vektor einer sanitären globalen Colorline mobilisieren, um mit W.E.B. Du Bois zu sprechen. Und während Länder des globalen Südens wie Südafrika die internationale Gemeinschaft auffordern, sie atmen zu lassen und auf die Regeln des geistigen Eigentums für Covid-Impfstoffe zu verzichten, scheint das Atmen selbst zu einer Ware geworden zu sein. Es gibt einen dritten Begriff des Nichtatmens, den ich anführen möchte, um über die Hierarchisierung von Leben, zu sprechen, weil ich glaube, dass Fanons Analyse uns helfen kann, diese Hierarchisierung auch zu verstehen. Es gibt einen dritten Begriff des Nichtatmens, der Atemlosigkeit, der eng mit den ersten beiden, der Karzeralität und der rassistisch-kapitalistischen Politik der Pandemie verbunden ist, nämlich das Atmen der Umwelt, der Erde, in mehr als einem Sinne des Wortes. Bei Fanon wird auch diese dritte Form implizit angesprochen. Für Fanon ist die Kondition der Verdammten, die Verdammten dieser Erde, auch verknüpft mit der Verdammung der Erde. Umweltverschmutzung, fossile Brennstoffe und Kohlenstoff verdammen die Erde und ihr Klima und schaffen nicht nur ein Ungleichgewicht, sondern zerstören die Beziehungen zwischen den Elementen, den Ökologien und den menschlichen und nichtmenschlichen Interaktionen. So leiden auch die Ozeane unter Deoxygenation, unter Sauerstoffentzug, als Folge anthropogener Kohlendioxidemissionen. Dies äußert sich in der zunehmenden Zahl sogenannter toter Zonen in den Meeren und der Ausdehnung von Sauerstoffminimumzonen in den Weltmeeren. Das Meer droht also in vielen Zonen zu ersticken. Atemlosigkeit in mehr als einem Sinne des Wortes. Während es immer heißer wird, fällt es den Menschen in vielen Teilen der Welt, besonders entlang postkolonialer globaler Geografien der Ungleichheit, schwer zu atmen. Dürreperioden, wie wir sie kontinuierlich und gerade immer stärker werdend in Madagaskar sehen. Brände und immense Hitze sind ebenfalls Auswirkungen einer Welt, die sich in einer Kampfatmung befindet. Neben der Analyse der Verunmöglichung von Atem in mehr als einem Sinne des Wortes kann Fanon auch in weiterer Form hilfreich sein. Verlassen wir dieses Europa, schreibt er am Ende von Verdammten dieser Erde. Verlassen wir dieses Europa, in dem sie nie aufhören, vom Menschen zu reden und doch Menschen ermorden, wo immer sie sich finden, an jeder Ecke ihrer eigenen Straßen, in allen Winkeln der Welt. In diesem Zitat meint Europa nicht einfach einen Ort, sondern Fanon bezieht sich hier eher auf eine spezifische koloniale und imperiale Lebens-, Produktions- und Beziehungsweise, die längst globalisiert ist. Ich verstehe das Verlassen Europas damit nicht als antieuropäisches Projekt, aber doch als Projekt,
das sich den europäischen Idealen und politischen Konzepten widersetzt. Konzepten, die stets auf nekropolitischen Ausschlüssen beruhen. Menschenrechte, liberale Demokratie, Flüchtlingskonvention, Staatsbürgerinnenschaft, Nation. Und diese Widersetzung, also diese Form, Bewegung des Verlassens von Europa, ist nicht nur eine Widersetzung dieser Konzeptionen und Rationalitäten, sondern bewegt sich auch in Richtung neuer und alternativer Produktions- und Beziehungsweisen. Die grundlegenden Probleme und Krisen, mit denen wir heute konfrontiert sind und die selbst Effekte bestimmter Lebens-, Beziehungs- und Produktionsweisen sind, die Hierarchisierung von Leben, also wir leben eigentlich in einer Welt, in der die Ermöglichung von Leben mit der Verunmöglichung von Atmen konstitutiv verwoben ist. Die Expansion der Sicherheits- und Grenzpolitiken, die massenhafte Kriminalisierung überflüssig gewordener Bevölkerung und die sanitäre Apartheid. All diese gegenwärtigen Krisenphänomene können nicht durch Form der liberalen Inklusion, wie die Inklusion in die Regime der liberalen Staatsbürgerschaft, des Eigentums etc. gelöst werden. Europa zu verlassen bedeutet im Sinne Fanon, mit den grundlegenden politischen und sozialen Kategorien, Ökonomien und Beziehungen zu brechen und gleichzeitig Welten neu zu entwerfen. Und während Fanon uns hier einiges, und das sehr vorausschauend, lehrt, ignoriert er doch Wesentliches in seiner Analyse, wenn es um die Politiken des Atmens geht. Nämlich, dass die Imagination und Praktiken neuer Welten und Beziehungsweisen längst im Kleinen und alltäglich erprobt wurden und bis heute werden. Historisch in den Maroons und Quilombos. Jamila hatte eben auch auf Quilombos verwiesen im Kontext Brasiliens. Den kleinen und nicht nur großen Widerständen, oft und besonders feministisch. Also wenn wir historisch uns das anschauen, dann sind natürlich die Maroons, die Quilombos, das heißt Orte, wo Menschen sich der Versklavung entzogen haben und versucht haben, neue Gesellschaftsformationen aufzubauen. Ganz wichtiges Beispiel dafür, aber natürlich auch die Revolution, die Aufstände, wie beispielsweise die haitianische Revolution. Und hier ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es keine dieser Widerstandsprojekte gibt, ohne einerseits natürlich eine feministische Contribution davon, aber auch ohne die Grundlage für die Ermöglichung dieser Revolution zu schaffen. Das heißt, auch die Arbeit, die oft unsichtbar gemacht wird, also keine Revolution ohne reproduktive Arbeit, die das überhaupt ermöglicht. Heute finden sich so widerständige und abolitionistische Projekte, die sich diesen Logiken entziehen, auch in den Widerständen und den alltäglichen Widerständen von beispielsweise selbstorganisierten Geflüchteteninitiativen und UnterstützerInnen. Wie jetzt als Beispiel Refugees for Refugees oder dem Migrant Solidarity Network oder Women in Exile in Deutschland und ihren Widerständen gegen Lager, aber auch gegen sexualisierte Gewalt. Gegen die Isolation, Grenzregime und den Kampf für Unterstützungsstrukturen, für Gesundheitsversorgung für alle, für gut bezahlte Arbeit, Bewegungsfreiheit und ein Leben in Würde. Im Rahmen nicht nur der Proteste gegen Polizieren, sondern auch mit Bezug auf die Praktiken der Sorge, auch für die Kriminalisierten und Inhaftierten. Die Widerstände finden sich auch im Rahmen der Kämpfe der Water Protectors, der Klimaaktivistinnen aus dem globalen Süden, die den menschengemachten Klimawandel nicht losgelöst von kolonialen Kontinuitäten thematisieren. Sie finden sich ebenfalls in den Kampagnen und in den Protesten, beispielsweise afrikanischer Feministinnen, die in einem Covid Recovery Economic Plan die unterschiedlichen Verschränkungen ausgelegt haben für eine Welt, für eine auch postkolonial konfigurierte Welt, in der Atmen horizontal verteilt ist und nicht differenziell.
Sie finden sich in den alternativen Beziehungsweisen zur menschlichen und nichtmenschlichen Welt, einer abolitionistischen Sorge um die Welt, die aber zugleich unsichtbar gemachte Sorgearbeit nicht romantisiert, sondern eine Aufteilung dieser einfordert. Wut, Trauer, Sorge und einer Sorge um die Welt, Affekte und Gefühle sind dabei wesentlicher Teil der Politiken des Atmens und des Lebens. Ich finde es bemerkenswert, dass die Black Lives Matter Bewegung beispielsweise einen starken Bezug zu Liebe thematisiert. So schrieb Alisa Garza ein Love Letter to Black People, der eine wesentliche Rolle in der Mobilisierung der Bewegung spielte. Und Liebe ist eigentlich auch in schwarzen radikalen Bewegungen, hat dieser Ausruf von Liebe immer eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt. Und ich denke, dass Cornel West das mal ganz gut auf den Punkt gebracht hat mit dem Ausspruch Justice is what love looks like in public. Das sehen wir auch in den Erinnerungspolitiken, den flüchtigen Archiven der Erinnerung, die immer auch eine Form des In-Beziehung-Seins und In-Beziehung-Bleibens mit den unterschiedlichen Verdammten darstellen. Und damit nicht einfach präpolitisch, sondern in politischen Kämpfen und Imagination des Lebens und Atmens zu verorten sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch dir, Vanessa. Du bist jetzt am Ende schon auf quasi die alternativen Beziehungsweisen, aber auch Versuche von Gegenbewegungen für eine Revolution für das Leben, die diese kolonialen Kontinuitäten überwindet, eingegangen oder hast ein paar benannt. Auf die würde ich gerne auch später nochmal zu sprechen kommen. Würde aber gerne in die Diskussion mit einer anderen Frage einsteigen. Und zwar hast du mit Blick auf die koloniale Kontinuität, die ja auch bei euch beiden nochmal sehr stark konturiert mit der vergeschlechtlichen Dimension auftaucht in unterschiedlichen Zusammenhängen, hast du von einer neokolonialen Geografie gesprochen, also einer globalen, ich glaube, du sagst eine sanitäre globale Colorline, die sich pandemisch entlang von Patent-, Gesundheits- oder Eigentumsrechten manifestiert. Und ich finde spannend, dass durch die Beispiele, die du, Jamila, vor dem brasilianischen Hintergrund nochmal gesetzt hast, diese neokoloniale Demarkationslinie auch in zweifacher Hinsicht begreifbar wird, nämlich zum einen als globale Hierarchisierung von Leben, aber eben auf der anderen Seite auch als eine lokale Logik. Und das meine ich sehr stark im Sinne einer nationalstaatlichen Hierarchisierung, also quasi eine doppelte Logik. Und deswegen würde ich gerne euch die Frage stellen, was euer Eindruck ist, wie Menschen und in unterschiedlich oder die in der von euch beschriebenen Art und Weise von Ungleichheit, intersektionaler Ungleichheit betroffen sind, diese Verluste und die Ungerechtigkeit in der Pandemie erleben und verarbeiten. Ja, also in Brasilien, also nicht nur in Brasilien, aber generell für schwarze Feministinnen müssen wir darüber streiten, wie wir die Probleme auf eine intersektionale Art ansprechen. Auch in Brasilien ist das oft schwierig für Menschen zu verstehen. Lena Gonzalez ist sehr, sehr wichtig für die brasilianische Bewegung. Sie war eine Pionierin bei diesen Gedanken, aber sie ist nicht so anerkannt in Brasilien. Sie kriegt nicht den Respekt, den sie eigentlich verdient. Ich hatte die Möglichkeit, vor 4 Jahren in der öffentlichen Verwaltung zu arbeiten. Und als schwarze Feministin kann ich sagen, dass Intersektionalität nicht nur
eine persönliche Sache ist, sondern eben möglichst viel auf andere anwendbar. Und wie können wir das in Brasilien also verteilen? Wenn wir von allen sprechen, dann reden wir von Menschen, die unterdrückt werden. Und sogar in Brasilien, obwohl wir so viele Probleme haben, ist das ein sehr schwieriges Gespräch. Es ist sehr schwierig, über die Kategorie Rasse zu sprechen. Es geht hier um eine strukturelle Unterdrückung. Und es soll nicht einfach nur irgendwelche öffentlichen Maßnahmen dagegen geben, wie zum Beispiel schwarze Frauen auch im Parlament zu haben, sondern wir müssen auch über Rasse sprechen, wie, wenn es darum geht, Gesundheit, Bildung, Besitzrechte und so weiter. Und denn das Gesundheitssystem in Brasilien zu verbessern würde bedeuten, auch die Leben von schwarzen Menschen zu verbessern. Und das ist deswegen eine große Herausforderung, die wir als schwarze Menschen irgendwie annehmen müssen. Die Gespräche darüber sind nämlich oft sehr schwierig. Es gibt nämlich Menschen, die sagen, dass es nur ein Problem von Klasse ist. Also ja, es ist auch ein Klassenproblem, aber es ist auch ein Rassismus- und ein Sexismusproblem. Wir müssen deswegen denken, dass als schwarze Frauen sind wir die Grundlage der Gesellschaft, denn wir überkreuzen die Kategorien von Rassismus, Sexismus und Klassismus. Und deswegen, also ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Es gibt ein Gesetz in Brasilien, das häusliche Gewalt kriminalisiert. 2015 war es gerade 10 Jahre alt, und es wurde eine Forschung angestellt zum Thema, wie die häusliche Gewalt sich entwickelt hat. Und seit diesem Gesetz gab es eine Abnahme von 10% bei den Angriffen und Tötungen von weißen Frauen, aber es war gleichzeitig gab es einen Anstieg um 55% bei der Tötung von schwarzen Frauen. Und was diese Ergebnisse uns zeigen können, ist, dass in dieser öffentlichen Politik gab es keinen Blick für Rassismus. Frauen können nicht einfach in eine Polizeistation gehen und eine Anzeige stellen, denn viele dieser Frauen vertrauen der Polizei nicht. Sie leben in Nachbarschaften, wo die Polizei eben auch ihre Kinder umbringt. Und deswegen können diese Frauen diese Polizei nicht rufen, um in ihr Viertel zu kommen. Es ist ein großes Problem. Und die meisten der Zentren, die Frauen Hilfe anbieten, die sind in der Innenstadt. Und in einer Stadt wie São Paulo, die wirklich riesig ist, über Millionen Menschen leben dort, oft haben diese Frauen, die dort betroffen sind, gar nicht das Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Und deswegen ist es nicht so einfach. Man kann nicht einfach ein Gesetz gegen häusliche Gewalt machen und denken, jetzt ist das Problem gelöst, sondern wir müssen über den legalen Rahmen hinausdenken. Und deswegen müssen wir die Realität dieser Frauen benennen. Wir müssen den Sprechort dieser Frauen auch mitnennen. Und es ist wichtig, sie sichtbar zu machen. Das ist, warum Intersektionalität so wichtig ist. Nicht nur,
darüber nachzudenken, wie die Situation auch hier in Brasilien ist, sondern wie auch Lena Gonzalez früher gesagt hat, es gibt verschiedene, Probleme, die wir alle ansprechen müssen. Ferreira González hat deswegen sich angeschaut, was wir in Brasilien, in Lateinamerika machen, und sie hat das Konzept von Amerikanität gegründet, um die Beiträge von indigenen und schwarzen Menschen in Lateinamerika zu der Bewegung zu ehren. Und es gab dann viel Bestrebungen, dass wir uns selbst auch mal wirklich aufeinander achten und dass wir uns unsere Realität angucken. Es gibt oft oft schauen wir auf unsere Zukunft nur von der Perspektive von, was wir nicht haben, aber nicht von der Perspektive, was wir für Potenzial haben. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Und das hat Ferreira González gemacht. Und das war deswegen sehr wichtig. Das war wirklich für uns eine große Sache. Und trotzdem ist sie aber nicht im internationalen Diskurs bekannt. Sie hat auch über koloniale Probleme, Kolonialpolitik gesprochen. Und wenn sie gleichzeitig mit Angela Davis und anderen Intellektuellen gelebt hat, sie hat darüber gesprochen, dass Intersektionalität nur die einzige Art ist, wie wir unsere Realität verstehen können. Und es ist sehr wichtig, dass wir über öffentliche Politik über die Grenzen von hierarchischen Konzepten herausdenken. Danke für die Frage und auch die Ausführungen nochmal von dir, Jamila. Ich würde dem nur noch mal hinzufügen in Bezug auf wie verarbeiten oder erleben, das ist natürlich auch unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, da ist es irgendwie auch so, mehrfach marginalisierte Gruppierungen, the ratchet, wenn wir es jetzt mit Fanon sagen wollen, irgendwie, sind ja in dem Sinne jetzt auch keine homogene Gruppe. Aber ich glaube, was mir noch mal aufgefallen ist, in der Auseinandersetzung mit rassifizierten und vor allem auch verarmten oder kriminalisierten Gruppen in Teilen des globalen Nordens, aber auch in Auseinandersetzung mit überabolitionistischen Netzwerken in Südafrika, teilweise auch Brasilien und Teilen Westafrikas, war schon der Ausspruch auch, dass die Krise so nicht neu ist. Ja? Also ich glaube auch erstmal sozusagen, okay, für wen ist eine gewisse Artikulation der Krise jetzt eigentlich erst was Neues und was Lebensbedrohendes? Und für wen zieht sich die Krise eigentlich schon seit longue durée über Jahrhunderte, Generationen? Und ich schaue mir immer ganz gerne an, woran man das beispielsweise auch sieht, wie Leute das ausdrücken. Also wir haben zum Beispiel auch viel in der Black Lives Matter-Proteste in Teilen des globalen Südens, aber auch in den Vereinigten Staaten beispielsweise Schilder gesehen mit You haven't forgiven Haiti. Ja, also, und ich finde es ganz interessant, diesen Aspekt auch nochmal aufzuziehen, dass die Kämpfe um schwarze Leben natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte haben. Und das aus dieser Genealogie auch herauszudenken. Also, und hier nochmal die Frage, für wen ist die Krise neu? Auch in Bezug auf den Umgang, ja. Also wenn wir jetzt die Erfahrung mit Erkrankungen
Epidemien etc. denken, Ebola, und das sehen wir auch jetzt, wie über Südafrika beispielsweise gesprochen wird, anstatt auch mal anzuerkennen, dass es da ganz krasse Sequenzierungsexpertinnen gibt, unter anderem auch wegen der Notwendigkeit, sich mit auch Sequenzierung etc. auseinanderzusetzen. Und da finde ich es nochmal ganz spannend, wirklich zu sagen, okay, wer erlebt eigentlich welche Krise? Und was hat das dann auch mit Wahrnehmung, aber auch mit den Positionierungen entlang dieser globalen Nord-Süd-Verhältnisse zu tun, die natürlich postkolonial konfiguriert sind, aber auch nie direkt. Ich habe da gerade gesehen die Frage, ob das ein direkter, ob wir das als eine direkte Folge sehen können. Das denke ich nicht, aber ich glaube, als eine Rekonfiguration. Und da, das knüpft vielleicht auch nochmal an die Frage an, Almut, von globalen Norden, Süden. In so dekolonialen Theoriebildungen wird schon davon gesprochen, dass es im globalen Norden auch den globalen Süden gibt und in Teilen des globalen Südens nämlich auch globaler Norden. Das heißt, dass wirklich so ein bisschen auch von Geografie oder eher als Geografie als gemacht zu verstehen, aber auch als epistemologisch vermachtete Konfiguration. Ich denke, in Fanon ist das auch schon so ein bisschen angelegt, wenn er die nationale Bourgeoisie kritisiert in den ehemaligen Kolonien. Zu einer Zeit, wo ein großer Teil der afrikanischen Länder sich formal noch gar nicht die Unabhängigkeit erkämpft hatte. Genau, das vielleicht nochmal jetzt nur, weil ich gerade die Frage gesehen habe und gedacht habe, es passt auch nochmal zu der Frage von Lokalität, die du aufgeworfen hast. Ja? Also wie ist das Verhältnis zwischen dem Globalen und dem Lokalen auch da drinne? Ich glaube aber, wie das erlebt wird und wie das verarbeitet wird, das sehen wir entlang von ganz unterschiedlichen Dimensionen und Praktiken. Ich glaube, die Proteste aus dem letzten Jahr, die ja ganz schnell eine globale Dimension angenommen haben, auf einer interessanten Art und Weise, weil in vielen Kontexten das auch direkt appliziert wurde. Also Jamila hat ja auch darauf verwiesen, welche Rolle beispielsweise Brasilien spielt in der Kategorie schwarze, der Kartografie auch, schwarzer Kämpfe. Und ich glaube, da war es auch interessant, dass in vielen schwarz-diasporischen Kontexten beobachtet werden konnte, dass es nicht dann nur um die USA geht, sondern Leute das ganz schnell mit Bezug auf die karzeralen Geografien für ihre jeweiligen Kontexte auch deutlich gemacht haben. Und da haben natürlich Affekte, Prozesse des Trauerns auch eine große Rolle gespielt. Also ich lese beispielsweise Call and Response, dass Namen laut gesagt werden und das Zurückhalt. Ja, Aishe Güneş bezeichnet das als Verstärker, was ich einen ganz schönen Begriff dafür finde. Das ist eine Form, glaube ich, auch der Artikulation von Trauer, dass Bilder gehalten werden, nah an sich gehalten werden, dass sie in die Höhe gehalten werden, dass sie aber auch in Referenz zueinander gehalten werden. Bilder von Personen, die ermordet worden sind, in Bezug dann, wenn es um rassistische Polizeitötungen ging, aber auch in Bezug auf die Ermordeten, also die Gestorbenen, die durch Covid verstorben sind. Und ich glaube, da zeigen sich diese auch die Dynamiken des Trauerns, des In-Beziehung-Bleibens. Und das sind, glaube ich, ganz wesentliche Wirkweisen, wie damit auch umgegangen wird. Und hier ist mir aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass es natürlich nicht nur um Protest geht, ja, also nicht nur um das, was irgendwie dann auf der Straße passiert, was gesehen wird, sondern auch um die Fragen, wer ermöglicht das überhaupt, wer arbeitet vielleicht auch in Bezug auf, also ich begreife auch Community Activism als eine Form von Care-Arbeit. Also wer hält, wer organisiert, wer hält den Raum dafür, wer macht die Kinderbetreuung, wer schaut irgendwie, und das haben wir bei den Protesten auch gesehen, dass eine gewisse Form von Safety da ist. Ja, es wurden Hand Sanitizers ausgeteilt, Leute haben Masken verteilt, haben auf die Distanzen nochmal anders gedacht, unabhängige oder alternative Tracing-Kontaktdaten gesammelt, ja, fernab von einem kontrollierenden, polizierenden Staat. Und all das braucht ja auch eine Form von Organisation und Imagination, die natürlich nicht immer nur auf der Straße während des Protests
stattfindet. Und dann natürlich die Unterstützung von Familien. Jamila hatte das schon mal gesagt, auch mit Bezug auf den strategischen Umgang mit dem Recht. Also meines Erachtens auch oft einfach nur, um Communities zu politisieren und gar nicht irgendwie zu erwarten, dass da jetzt etwas Großes passieren würde. Und aber auch das Zusammenhalten von Beziehungskonfigurationen. Weil ich glaube, ganz wichtig ist, dass auch dieses Trauern ist nicht nur das, was auf Protest oder erinnerungspolitisch irgendwie öffentlich gemacht wird, sondern so ein, gerade wenn es um Polizeigewalt oder auch Menschen jetzt verlieren durch die Corona-Pandemie, das sind natürlich auch transgenerationale Formen des Trauerns, die sich auch weiterziehen. Bei Polizeigewalt sehen wir das daran, dass es immer noch individuell übergreifende Gewalt ist. Ja? Also praktisch auch mit so einer langsamen Gewalt manchmal verbunden ist, dass Menschen danach auch durch Schmerzen über diesen Verlust versterben. Wir haben das an der Mutter von Uri Jalloh gesehen. Wir haben das an der Tochter von Eric Garner gesehen. Beides Menschen, die im Laufe auch dieser Kämpfe auch frühzeitigen Toten erlegen sind. Und die Initiative im Gedenken an Uri Jalloh sagt zum Beispiel auch, dass die Mutter von Uri Jalloh an einem gebrochenen Herzen gestorben ist. Und ich finde das auch nochmal wichtig, die Frage der Verlängerung von Gewalt. Und das Umgang damit auch heißt, Unterstützung in dieser Trauerarbeit zu leisten, die oft nicht so sichtbar ist, dass das auch dazu gehört. Sorry, jetzt habe ich etwas länger geredet. Auch alles sehr spannend, vor allem der Punkt mit dem Zustand der Verlängerung von Gewalt und das wieder rückgebunden an das, was du eingangs gesagt hast, nämlich, dass die Krise nicht neu ist, also die Krise quasi auch als in bestimmten Kontexten und jetzt auch in dem Kontext, den wir diskutieren, von dem Hintergrund kolonialer und vergeschlechtlicher Kontinuitäten ja auch ein permanenter Zustand ist, der jetzt durch die Pandemie, vieles ist ausgerufen worden als Katalysator, die Pandemie als Katalysator oder Brennglas wirkt, aber eigentlich auf Strukturen trifft, die schon vorher in einer Krise waren und immer als so-called Krise gelebt werden. Du hast eben schon angesprochen, Vanessa, auf die Fragen im Chat und die würde ich jetzt auch gerne reinholen, zumindest einige. Ich sehe, es gibt mehrere und an meinen Kollegen Mirko Broll abgeben. Ja, hallo zusammen aus dem Backstage der Veranstaltung. Vielen Dank an die Referentin für die tollen Vorträge auch von unserer Seite hier. Ich habe mit meiner Kollegin Miriam Schröder Fragen gesammelt, die im Chat aufgetaucht sind und dort gestellt wurden. Ich würde jetzt erstmal zwei davon rausnehmen und dann euch zurückspiegeln. Die erste schließt ein bisschen an das transnationale Trauern, die transnationale Vernetzung und Organisierung, nämlich die Verdammung der Erde und der Hierarchisierung von Leben und der Verdinglichung der Kolonialisierten, wie kann man die von hier aus, sozusagen von Frankfurt aus, vor der eigenen Haustür erkennen? Und Vanessa hatte da die Namen der rassistisch ermordeten Menschen aus Hanau gezeigt oder genannt. Werden diese rassistischen Morde auch in Brasilien berichtet oder wird darüber sozusagen berichtet in den brasilianischen Medien oder in brasilianischen Öffentlichkeit? Die Frage richtet sich eher an Jamila. Würde es etwas verändern überhaupt, wenn die Menschen in Brasilien mehr darüber wüssten, dass in Deutschland rassistische Polizeigewalt geschieht? Und eine Frage nehme ich noch dazu, die richtet sich an euch beide. Welche Möglichkeit der Selbstorganisierung kann es gegen die Polizeigewalt geben? Wie kann Schutz organisiert werden, auch jenseits des legalen Rahmens bzw. darüber hinaus? I don't know if you understood. It's about police and violence and self-organization. Is about that? The question? Genau, es geht um die transnationale Selbstorganisierung oder generell die Selbstorganisierung gegen Polizeigewalt. Und die erste Frage war, ob in Brasilien über die rassistischen Morde in Hanau berichtet wurde.
Okay. Well, this is a very hard question because sometimes people who are victims of this kind of violence do not understand that it's racism that get the war on drugs. Actually, it's a war on Black people. In Brazil, there are some TV shows that are very popular. In Brasilien gibt es Fernsehsendungen, die das zeigen und vor allen Dingen dann 5 Stunden oder so die Gewalt zeigen, zum Beispiel wie Polizei in eine arme Nachbarschaft geht, um die Bösen festzunehmen. Und diese Kriminalisierung von den Favelas ist ein großes Problem. Die Kriminalisierung von schwarzen Menschen ist ein großes Problem und das ist sehr naturalisiert, also sehr normalisiert. Und es heißt nicht, dass diese Menschen das Problem verstehen. Wir reden nicht nur über das Fernsehen, sondern auch über Schulen oder die restliche Öffentlichkeit. Es gibt immer sehr exklusive Gruppen und es ist sehr schwierig, das richtig zu stellen, denn die öffentliche Sicherheit in Brasilien ist eins von wirklich vielen Dingen, die wir ansprechen müssen, also eins von vielen Problemen, die wir ansprechen müssen. Es gibt viele Konservative in der Verwaltung, die einfach nur dann die Bösen ins Gefängnis stecken wollen. Aber wenn man in eine arme Nachbarschaft geht, dann wird es verschiedene Menschen, also wird es dort Menschen geben, die auch sagen, dass Bolsonaro recht hat. Es ist also eine sehr komplizierte Diskussion, denn Menschen verstehen nicht die Beziehung zwischen diesen Themen. Es ist also ein Problem, was wir im Fernsehen haben und auch sonst überall, aber was trotzdem so ist, dass es Menschen in Favelas gibt, die diese Themen mit anderen Menschen in den Favelas besprechen. Und es gibt große Bewegungen, besonders von der schwarzen Jugend, die sich dazu organisiert haben, um mit Menschen in Favelas zu sprechen. Und das ist nicht, es gibt diese Probleme nicht, weil einfach der Nachbar ein böser Mann ist, sondern das ist ein Problem, was sehr viel tiefer geht. Und es ist nicht, weil Menschen nicht gut genug sind, sondern weil es ein Projekt gibt, das schwarze Menschen kriminalisiert. Und das ist ein historisches Projekt mit viel Tradition, das diese Menschen immer schon kriminalisiert hat. Auch wenn wir uns all diese Situationen angucken, gibt es immer noch diesen Gedanken, dass es keinen Rassismus gibt. Und deswegen ist es sehr schwierig, diese Diskussion zu führen. Und vor allen Dingen geht das nicht in den Medien. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht, wann ich zuletzt eine solche Diskussion gesehen habe, die in einer großen, beliebten Fernsehsendung geführt wurde. Ich weiß aber noch, wie die Reaktion war, als George Floyd von der Polizei getötet wurde. Alle waren geschockt. Es gab viel Bericht dazu in Brasilien. Also viele Menschen in Brasilien haben in den sozialen Medien geschrieben, dass es so furchtbar ist, dass es ihnen so leid tut. Ganz viele Weiße in Brasilien. Es wäre, die Tötung dieses Mannes ist absurd. Wir sind wirklich geschockt. Uns geht es schlecht, wenn wir das sehen. Es gab für stundenlange Berichte im Fernsehen, die allein die Tötung von George Floyd diskutiert haben.
Aber eine Woche bevor George Floyd ermordet wurde, wurde ein Teenager von der Polizei hier in Brasilien in einer Favela getötet. Er war in seinem Haus wegen der sozialen Isolation, wegen der Pandemie. Die Polizei ist in diese Favela gegangen, in diese Community gegangen, um diesen Jungen festzunehmen. Und zwar ging es da darum, dass die Polizei Dealer festnehmen wollte. Dieser Junge wurde von der Polizei geschockt und ist dann gestorben in seinem Haus. Er war nur 14 Jahre alt und das ist nur eine Woche passiert, bevor George Floyd ermordet wurde. Als John Pedro gestorben ist, dann hat das Fernsehen berichtet, es war Schicksal, es war vielleicht ein Fehler, es war ist zwar schlimm, aber es gibt auch Polizisten, die mal einen Fehler machen können. Und dann wurde George Floyd ermordet und es gab große Demonstrationen und Solidarität und so weiter. Natürlich, das ist ja auch gut, aber die gleichen Medien, die sich dafür so sehr interessiert haben, haben sich absolut nicht für Juan Pedro interessiert. Und das ist das Problem in Brasilien. Sie denken, dass Rassismus und Polizeigewalt ein Problem von anderen Ländern ist. Und wenn hier alle paar Minuten ein junger Schwarzer umgebracht wird, dann ist das ein strukturelles Problem. Und die Polizei, die diese Menschen umbringt, die kommt von den gleichen Orten, wie die Menschen kommen, die sie umbringen. Und es gibt einen großen, auch finanziellen Krieg zwischen armen Menschen. Das verstehen die aber nicht, weil das in Brasilien ein sehr akademischer Diskurs ist, zwischen bestimmten Gruppen. Und wir haben überhaupt nicht die Macht, diese Gedanken zu verbreiten. Und deswegen ist das ein sehr schwieriger Diskurs in Brasilien. Und sogar die Arbeiterinnenpartei in Brasilien möchte, die ja eigentlich die Menschen empowern möchte. Und das war natürlich gut, was die gemacht haben. Sogar unter der letzten Regierung gab es einen Anstieg von der Ermordung von schwarzen Menschen. Und sogar als da Lula in der Regierung war, wurden immer noch mehr Menschen ins Gefängnis gesteckt. Und deswegen müssen wir diese Gruppen, die in Brasilien diese wichtige Arbeit tun, das zu verbreiten, mehr ehren und mehr wertschätzen, mehr hervorheben. Die Menschen, die versuchen, Menschen nahezubringen, dass die Kriminalisierung von Drogen in Brasilien eigentlich die Kriminalisierung von Schwarzen in Brasilien ist. Ich denke, dass es deswegen sehr wichtig ist, dass diese Gruppen auch in anderen Ländern erwähnt werden und dort geehrt werden. Darf ich kurz was hinzufügen? Ich würde vielleicht kurz, weil ich die Frage von Julia echt wichtig finde, und ich weiß nicht, wie jetzt in Brasilien beispielsweise über die Ermordung in Hanau berichtet wurde und oder ob überhaupt. Ich finde es auch, also ich glaube, diese Frage, inwiefern wird auch, also inwiefern sind so nationale Grenzen auch innerhalb schon Europas? Das sehen wir teilweise darin, dass Leute aus dem französischen Kontext nicht unbedingt wissen, was mit Iwi Jalloh passiert ist und den Namen auch nicht kennen. Aber den Namen von George Floyd oder Eric Garner. Und dagegen ist ja auch gar nichts einzuwenden. Aber natürlich ist in der Mediatisierung
dieser Tötungen auch US-Empire oder eine US-Fokussierung ganz, ganz prävalent und operiert darüber auch. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass die Bewegung das auch in den hiesigen Kontext dann holen und zu sagen, wer ist eigentlich der George Floyd von Brasilien, wer ist eigentlich der George Floyd, und das nicht nur so machen, sondern die Namen dann auch wirklich einbringen. Und gleichzeitig glaube ich, braucht es ein Horizontalismus in Bezug auf, wie wir auch diese Widerstände und Kämpfe und wie sich das zusammen führt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage der Organisierung, der Möglichkeiten, die ich da sehe, weil ich länger mich auch gefragt habe, ob so die Proteste um BLM, und da geht es gar nicht jetzt um das Netzwerk BLM, ja, also sondern wirklich um die, und das waren ja unterschiedliche auch Gruppen und Initiativen oder auch Menschen, die vorher noch gar nicht so wirklich aktiv waren und sich da in diese politischen Proteste auch mit eingewoben haben. Und wir haben zum ersten Mal eigentlich seit einer ganz langen Zeit und aus dem Antirassismus in der Dimension noch nie global Proteste auf der Ebene gesehen. Nicht nur in Europa, sondern wirklich, also ne, du hattest Proteste in verschiedenen Ländern, Lateinamerikas, Städten, Westafrikas, teilweise in der Karibik etc., wo, glaube ich, ich mich nochmal gefragt habe, okay, wie kann eigentlich ein postkolonialer Internationalismus aussehen, der sich auch entlang der Fragen von Versicherheitlichung und Kriminalisierung organisiert, weil wie du auch gerade schon gesagt hast, Jamila, ist dieser, ob es jetzt the war on terror oder the war on drugs ist, wir haben eine ganz starke rassifizierende Logik, wenn es auch darum geht, irgendwie vor allem verarmte, rassifizierte Gruppen, oft schwarze Gruppen, aber nicht nur, zu kontrollieren und zu versicherheitlichen. Und ich glaube, da anzusetzen, ist auch eine wichtige Frage, wenn es um die Frage von Widerständen im 21. Jahrhundert geht, weil ich denke, dass Abolitionistinnen wie Ruth Wilson Gilmore zum Beispiel ganz gut klar machen, dass es da jetzt nicht nur einfach um Labor beispielsweise geht, ja, und es zum Beispiel für viele Jugendliche, mit denen ich mich so aus den Pariser Vorstädten oder so unterhalten habe, wenn es da um Organisierungsprozesse geht, das ist das, was sie in erster Linie erfahren, die Kriminalisierung durch die Polizei. Und deswegen ist es natürlich nicht verwunderlich, dass in ganz vielen, gerade auch von Jugendbewegungen, Jugendprotesten, die Polizei so ein Kristallisationspunkt ist für auch widerständige Bewegungen, Proteste etc. Genau, und ich denke, da muss viel Arbeit gemacht werden, das auch weiter zu transnationalisieren. Also dass es nicht nur einfach so von den USA irgendwo schwappt, auch in Bezug auf die Namen, sondern dass es Shoutouts gibt über den Atlantik und über die Meere sozusagen. Also das mit dem Call and Response, dass es das auch in einer transnationalen Dimension gibt. Weil ich glaube, dass dieses Web sehr, sehr wichtig ist, um auch nochmal so die Möglichkeiten auch transnationaler Widerstände anders zu denken und aber auch die Möglichkeiten eines transnationalen Erinnerns. Vielen Dank euch beiden. Mir fällt es sehr schwer, diese Diskussion, weil sie so spannend ist, jetzt so ein bisschen Ende zu führen. Stop this conversation. Und Vanessa, du hattest gerade das schon gesagt. Entschuldigt, ich stoppe deswegen, weil ich ein Problem mit der Übersetzung gerade hatte, die mir reingeredet hat. Also nochmal, mir fällt es schwer, die Diskussion zum Ende zu bringen. Ich würde gerne trotzdem mit der letzten ganz kurzen Abschlussrunde schließen, und zwar zu den solidarischen Fluchtpunkten, die es eben braucht, um genau diese Hierarchisierung des Lebens und auch vielleicht eine Hierarchisierungspraxis zu überwinden, benötigt. Vanessa, du hast gerade schon von der transnationalen, von den transnationalen Momenten der Übersetzung oder der
transnationalen Praxis gesprochen. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal an euch beide für ein ganz kurzes Wort die Runde öffnen, bevor wir dann leider gen Ende kommen müssen. I think it's the language again. I always say that I publish Black authors in Brazil. Also es ist auf jeden Fall die Sprache, die ganz besonders wichtig ist. Es ist für uns besonders wichtig, dass wir AutorInnen aus differen Regionen von Brasilien auch veröffentlichen. Wenn wir im Norden schauen und im Süden, dann sind das zwei ganz unterschiedliche Regionen. Und wir möchten wertschätzen, was diese Menschen immer denken und beitragen zur Diskussion. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Intellektuellen aus verschiedenen Regionen in Brasilien dazu beitragen können. Es ist sehr wichtig, dass wir das tun, aber auch die Menschen und deren Beiträge von Menschen aus dem globalen Süden übersetzen. Es gibt zum Beispiel eine neue Veröffentlichung von Dalit-Feministinnen aus Indien. Es gibt ein Buch von Frauen aus der Karibik. Und für mich als eine Afro-Brasilianerin, eine Schriftstellerin ist das für mich auch ein wichtiger Punkt bei der Solidarität. Ich habe hier Probleme mit meinem Englisch, aber ich bin nur hier, weil ich Englisch sprechen durfte. Und in Brasilien ist das sehr schwer, eine andere Sprache zu lernen, denn man braucht Geld, um das zu tun. Und man lernt nicht einfach Englisch oder Spanisch als zweite Sprache in der Schule. Das ist absolut undenkbar. Und deswegen nur die herrschenden Klassen können sich das überhaupt leisten. Und wir sind in Brasilien, wir sind in Lateinamerika, wir sind das einzige Land, was dort Portugiesisch spricht. Das ist ein Ergebnis der Kolonialisierung. Und wir können deswegen nicht mit Feministinnen aus Uruguay oder in Argentinien kommunizieren, denn sie sprechen eine andere Sprache und das ist dann oft ein Problem. Deswegen ist dieses Netzwerk ganz besonders schwierig und warum Sprache so auch so wichtig ist. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass das kein Hindernis ist. Und ganz oft können wir nicht, hören wir wichtige DenkerInnen und AktivistInnen überhaupt nicht, weil sie nicht Englisch sprechen. Und deswegen ist dieses Projekt sehr wichtig. Und es ist für mich ein großes Projekt, nicht nur meine Bücher auch auf internationaler Bühne zu veröffentlichen, sondern auch andere. Und bis heute wurden 5 unserer AutorInnen ins Französische übersetzt. Und ich finde es ist sehr gut, weil es ist für mich sehr wichtig, dass diese Menschen auch in anderen Sprachen sichtbar gemacht werden. Es ist sehr wichtig, die Möglichkeit zum Austausch zu haben und das Netzwerk wirklich auch bereitzustellen. Und das ist sehr wichtig. Darüber müssen wir uns nachdenken. Das ist deswegen sehr wichtig. Also in Lateinamerika gab es viele solidarische Netzwerke. Es gab Organisierungen von Feministinnen. 1985 gab es hier ein großes Treffen in Sao Paulo mit Feministinnen aus ganz Lateinamerika. Und das ist eine sehr wichtige Sache, denn das ist auch nicht neu. Aber Feministinnen versuchen hier große Netzwerke zu
schaffen und wir müssen auf jeden Fall das unterstützen, nicht nur in Lateinamerika, sondern überall in Europa, in Deutschland, überall auf der ganzen Welt. Und es ist wichtig, dass wir das unterstützen. Die meisten der schwarzen Feministinnen in Brasilien haben sehr viel zu sagen. Und es gibt Orishas für Kommunikation und andere. Und für uns ist es wichtig, ganz richtige Veränderungen herbeizuführen. Und wenn du mir etwas gibst und ich gebe das nicht zurück, dann stehle ich von dir. Und wir müssen stattdessen uns gegenseitig Dinge geben. Und wir dürfen auch nicht anderen einfach etwas überstülpen, was wir denken. Und wir wollen auf keinen Fall die Gedanken von Kolonialisten nicht reproduzieren. Wenn ich zum Beispiel in die USA gehe, dann möchte ich darüber sprechen. Und ich bin immer solidarisch mit den Frauen, mit meinen Schwestern in den USA. Ja, ich kenne euch. Wir benutzen euch als Referenz. Wir lesen euch und so weiter. Ich bin Teil der Gruppe gewesen, die sich entschieden hat, Angela Davis in Brasilien zu übersetzen. 2016 war das. Und es ist sehr wichtig, dass wir wissen, dass in den USA ProfessorInnen in großen Universitäten auch mal die brasilianischen DenkerInnen oder die aus Uruguay oder generell Lateinamerika übersetzen. Diese Logik muss also eine gegenseitige sein. Wir müssen also benutzen, was die Geschichte uns gelehrt hat, und das Netzwerk aufbauen und erhalten. Wir müssen nämlich unsere Menschlichkeit dadurch auch aufbauen und erhalten weiter. Es ist mit der Sprache also so, dass es eine Barriere ist, die abgebaut werden muss, damit diese Solidarität überhaupt stattfinden kann. Thank you so much. It was great to be vielen, here. Vielen Dank übrigens auch. Es war wirklich schön, hier zu sein. Ich hoffe, ich hatte ein paar Probleme mit der Übersetzung, aber ich hoffe, die Antworten waren so, wie Sie gedacht haben. Es war wirklich schön, hier zu sein, besonders auch in den heutigen Tagen, wo es so viele verschiedene Kämpfe zu kämpfen gibt. Und das ist sehr schön, dann die Möglichkeit zu haben, zu sprechen und etwas zu verändern. Vielen Dank. Ich glaube, den Dank können wir nur an dich, Jamila, und dich, Vanessa, zurückgeben. Vanessa, wenn du möchtest, hast du jetzt natürlich auch noch einmal das Wort für eine letzte Ergänzung, aber es ist ein kurzes. Dann gehen wir zum Ende. Also genau, ich glaube, was Jamila gerade gesagt hat in Bezug auf die feministischen Konferenzen, ich glaube, das ist auch was ich total wichtig finde, irgendwie, was würde es bedeuten, so neue transnationale Dimensionen oder auch einen neuen, genau, postkolonial-feministischen Internationalismus zu denken. Ich glaube, dass es in den Klimakämpfen auch davon gibt. Ich glaube, das muss stärker nochmal regrounded auf eine gewisse Art und Weise werden, ne? Entlang der Fragen, wer spricht etc. Weil ich glaube, Solidarität kann nur so passieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, so globale Verflechtungen, Verbündetenschaften auch wieder zu aktivieren und auch wieder zu beleben auf eine gewisse Art und Weise. Und ich finde, es gibt Bewegungen, die das ganz wesentlich zusammenführen. Also unter anderem selbstorganisierte Geflüchtetenbewegungen. Wenn sie zeigen, dass sie auch Bewegungen gegen Krieg, gegen den Nationalstaat, für Freedom of Movement, gerade auch die feministischen Bewegungen, die dann nochmal zeigen,
wie auch intersektionale Gewalt da reinspielt, wie aber auch Klimakatastrophe und der Klimawandel da reinspielt. Also wir haben, glaube ich, so viele Bewegungen, die schon diese Intersektionalität der Kämpfe, ja, also nicht nur die Frage der Kategorien, sondern wirklich die Intersektionalität der Kämpfe auf den Plan bringen. Und ich glaube, da braucht es mehr als Zuhören. Also ich frage mich auch anhand der Frage der Solidarität als Zuhören und so. Genau das ist aber wirklich zu überlegen, wie können wir, um Sylvia Winter vielleicht hier auch zu ändern, was heißt es, to marry your thoughts with the Damné? Nicht einfach irgendwie zu folgen und zu sagen, ja, the Damné speaks the truth, aber was heißt denn ein radikales Engagement und auch eine Sabotage unserer gegenwärtigen Form des Seins und der Beziehungsweisen und der Produktionsweisen? Und ich glaube, das ist ja, einfach, was ich wichtig finde. Und ich denke, da spielt diese internationale Dimension, aber natürlich die Sprache und die Frage der Übersetzung ist da eine ganz wesentliche. Danke für das Gespräch und für die Organisation der Veranstaltung heute und dass ich dabei sein durfte. Ja, ich bedanke mich ganz doll bei euch. Ich fand es hochspannend. Ich glaube, im Chat gab es einen Beitrag, als hat es beschrieben mit Food for the Thoughts Now, a lot to think. Und genau damit würde ich es auch halten zum Abschluss. Also vielen, vielen Dank an euch beide ganz besonders für eure Inputs, aber auch die hochspannende Diskussion, die an vielen Punkten ja auch wirklich genau die Glokalität zusammenkommen lässt. Ich möchte mich auch bei allen Teilnehmerinnen ganz herzlich bedanken, die sich heute zugeschaltet haben. Und neben der Programmgruppe und Interprise möchte ich für den heutigen Abend ganz explizit danken Andrea Schuld von Medico International, Mirko Broll und Miriam Schröder vom IFS und ganz besonders Ralf Zöllner und Public Noise für die technische Unterstützung. Ich schließe mit dem Hinweis auf die nächsten Termine in dieser Reihe. Am 13. Dezember diskutieren wir mit Veronika Gago und Elisa Dorlin über Strukturen und Folgen patriarchaler Gewalt. Also quasi auch da gibt es einen Überbau von heute zum nächsten Mal. Und in der gleichen Woche, nämlich am 16. Dezember, dem Donnerstag, findet die verschobene Auftaktveranstaltung mit Rita Segato und Pumi Zondi zur pandemischen Entfesselung des Neoliberalismus und der Revolution gegen das Leben statt. Wir freuen uns, wenn ihr und sie wieder einschaltet, und ich wünsche jetzt allen einen sehr schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.